So, jetzt haut's mich aber voller Zorn aus meinem Sessel raus. Das kann ja nicht sein. Der Bundespräsident von Österreich hat, das steht in der Bundesverfassung drinnen, als einziger das Recht, am Nationalfeiertag seine Rede an das Volk zu richten. Und zwar über sämtliche Medien, die es da hier gibt, also über Fernsehen, über die neumodischen sozialen Medien, über Brieftaube und über den Kettenbrief. Und es kann doch nicht sein, dass da ein anderer kommt und sich auf den Platz vom Bundespräsidenten draufhockt. Also, das reicht mir. Lieber Bundeskanzler Werner Faymann, ich sag dir jetzt das eine, ich habe da auch andere Mittel und auch andere Wege und ich werde jetzt zur Tat streiten und mein Pseudonym verwenden. Jetzt schreibe ich als Werner Faymann eine Message an meine Fans. Ich bin's.